Okay. Innen rein, wo Clementine ist, hier zur Kasse, da können wir noch. Ist hier eine Batterie? Oh, eine Batterie. Jetzt bin ich aber gespannt, was passiert, weil die habe ich jetzt wirklich noch nicht gefunden. Also, das jetzt blind ist. Dass die zweite Batterie in das Radio zu geben ist komplett blind. Das ist nicht spannend. And here's another one. Should be able to get it to work now. Ja, lass mal sehen. It's still not working? Yeah, I can't figure it out. Let me have a look at that thing. Go ahead. Ja, wie wär's mit der Antenne raus tun oder anschalten oder sowas? Ja, ich sage einfach mal nichts. Erstmal Antenne raus. Gucken, ob sie die Batterien rein hat. So. Umdrehen. Anschalten. As the unknown infection continues to spread unchecked, the estimated death toll continues to skyrocket. WABE urges you to stay indoors and avoid any contact with individuals you suspect may have been exposed. The station is okay. In the event of a full... my producer's telling me we have to get off the air now. Steve. WABE wishes you and your loved ones... God bless you all. Das waren wahrscheinlich die letzten Sekunden Radio. Für Jahre. Dann würde ich sagen. Holen wir Glenn, nachdem ich noch was gemacht habe. Nothing, luckily. Ja, das ist wieder dieses typische, ja, ich weiß jetzt, was ich machen muss, aber, ja, ich will mir jetzt erstmal Tabletten geben, we can hang out in front of the store and be fine. Weil der ist in großer Schwierigkeit, das Glenn vermutlich, wenn er hier seine Tabletten nicht bekommt. Sure. Let's go have a look around. Obwohl, ich glaube, ich kann das noch machen. We'll keep it down. Don't need to bring him back this way with any unnecessary noises. Ja, sehen wir gleich. Agreed. Ob ich das Schloss öffnen kann? Ja, muss ich ja. Sonst würde ich ja gar nicht raus zu Glenn kommen. Ah, nee, wie? Ah, ja. Da ja, gab's immer diese Verblüffung. Weg. Think of them. They just eat. As far as I can tell, that's all they care about. And if one gets you, they eat you. And whatever's left comes back as one of them. How the fuck? I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. Yeah, I think so too. We better keep it down out of here. Hey man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Yeah. Is that look at the one trapped over there. Please, Bruder. Better hear him ask him. Oh shit. What? Do you know that guy? He could be a drugstore employee. So you're saying he might have the pharmacy keys? I'm saying he might have the pharmacy keys. I don't know. Could be anybody, you know? They start rotting and get all chewed up and... Shut up, Doug. Ja, da hätten wir Lies Bruder gefunden. Look at the uniform, though. He could have worked at the drugstore and died with keys in his pocket. It would take a lot of effort to make it safe enough to go out there and see if he has the keys. If we could somehow prove that he worked here, I think it'd be worth it. I'll see what I can find. Hey man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. We proved that guy worked here,
and then we can try to clear the street to search him for the keys. Yeah, probably easier said than done. Wie kann ich das beweisen? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Na, ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder rein. Let's head back inside. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, holen wir Glenn. You're a pretty good shot. Well, you don't fuck with a reporter, especially one that's 3 days out from her last cup of coffee. You ready to head out? You got it. You? Klar. Yeah. Let's go. Ich glaube, wir müssen nicht in der Tür. Shit. Get down! War aus, aber das ist knapp. Did you see that? Sure did. Be ready to shoot. Guys! Glenn! Oh, man, I'm glad you're here. Jesus, Glenn! Right then wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way! We gotta go, now! Listen, I was out here looking for gas, and then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her, and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me, and I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can't. You guys are suicidal over a girl. I'm saving her, with or without you. Think about if it was you. Fine, let's go save Glenn's damsel in distress. Schade, dass er keine Bemerkung von Glenn gab. Das hätte lustig sein können, wenn er es richtig gemacht. So, ich weiß auch nicht mehr genau, wie wir da vorgehen sollen. Was okay, ich noch weiß ist. This is the plan. We don't know how hard it's gonna be to get her out of that room. Yeah, it's boarded up. So we have to kill every one of them in here. Quietly. Noise attracts these things. Now let's have a look around. Was ich noch weiß ist. Senkissen, das möchte ich gerne haben. Good luck smothering them to death. That's not really what I have in mind. Rüber. I wonder if there's anything in the pickup. Im Bau. What are you gonna do with that? I don't really know. Do you have any tricks for getting into cars? Not without tools, or making a bunch of noise, and none with pillows. Meinst du das schlagen? Ow! Hey man, that drew some attention. Be careful. Das war das Fenster nicht aufgeregt, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen muss. Ach ja. Get out your gun. But the noise. Just follow my lead. Stay right behind me. Oh, wie sieht der Schalldämpfer? That was sick. Darüber, wo ist denn hier? Licht. Zündkerz. Kann ich vielleicht noch zu irgendwas gebrauchen. Gang wechseln.
spark plug. Mal. You should hold on to that. Could come in handy. Jetzt sind wir im Leerlauf. Ich will das Auto aber noch nicht wegschieben. Ich danke mir den Zombie dahin, den ich habe. Das wäre sonst etwas nicht so schlau, weil der uns dann einfach sehen könnte und wir keine Decken mehr hatten. Aber ich kann das Fenster kaputt machen, weil der zur Kerze. Ja. Lass mich. So. Wait. Let me see the spark plug. The porcelain inside these things turns car windows to tissue paper. Das hätte ja auch mal eigentlich schlau machen können. Wenn die Augenscheibe und hier werden einfach die Scheibe aufschneiden, dann noch einschneiden. Ohne Lärm zu verursachen. That could scramble the brain pretty good. That's exactly what I was thinking. Gut, und jetzt sagen wir uns daran, die nacheinander abzuschlachten. So, das ist jetzt halt der Vorteil, dass ich das Spiel schon mal gespielt habe. Ich glaube, wo ich das letzte Mal gemacht habe, ich habe. Nach der Zeit hatte ich wahrscheinlich den ersten Zombie noch nicht mal tot. Nummer 1. Gut. Nummer 2. Ja, das heißt herkommen. Dann macht's Boom. Dann ist kaputt. Das war falsch. Das war richtig. So, wie kommen wir am Zombie am besten weg? Genau, ein Auto drauf schieben. Der hat aber Glück gehabt, dass da keine Scheibenreste mehr waren. Awesome. Axt ist immer gut. Dude, where'd your weapon go? Into that ice pick-sized hole. Holy shit. It's cool. Now we've got this. Are you two done? Erstmal mal neue Waffen unterhalten, auf jeden Fall. Two more. That should help. Not. Why don't you guys lag behind just in case this goes to hell? Okay, we'll be right behind you. Hoch mit uns. Und Zombies schnitzeln. Headshot. Treffer. So, die anderen können auch gleich nachkommen. Genau. Gedanken lesen. Und rein da. Hello in there. We're here to help. Please just go away. Let's go, guys. In a minute. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No. Please. She's in trouble. No. Miss, we're coming in.